Hallo Freunde des Schwarzen Waldes, des weißen Niederschlags und des schwarz-weißen Bildes. Heute möchte ich euch gerne auf eine kleine Winterwanderung mitnehmen. Der Startpunkt ist am Feldberg, das Ziel hier zu Hause in Hinterzarten. Und dazwischen liegen ein paar sehr schöne Orte, darunter der Feldsee, die Aussicht zum Feldberg beim Häuslebauernhof, der Mathisleweiher und die Aussicht über Hinterzarten vom Scheibenfelsen. Und dazwischen viel schöner verschneiter Winterwald. Aber ich möchte natürlich nicht nur wandern, sondern fotografieren. Und zwar unter ganz bestimmten Vorgaben. Ich habe Digitalkamera und Analogkamera dabei und vier Festbrennweiten. 20 mm Weitwinkel, 50 mm Normalbrennweite, 105 mm leichtes Tele und 300 mm stärkeres Tele. Und dazu ein Schwarz-Weiß-Film. Dieser Film ist am Anfang der Wanderung leer, am Ende soll er voll sein. Ich mache da natürlich auch Digitalfotos, die werde ich auch zwischendurch mal einblenden, aber die Analogfotos, die schauen wir uns am Ende gemeinsam an, wenn sie entwickelt sind. Bei dem Film handelt es sich übrigens um einen Kodak T-Max 400, das soll der schärfste ISO 400 Film sein und ich werde den auch erstmals in einem speziellen Feinkornentwickler entwickeln und mal schauen, ob man einen Unterschied sieht zu den beiden Filmen, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Das waren Ilford HP5 und Delta 400. Jetzt lade ich euch also ein, mich bei der Motivsuche zu begleiten und nachher am Ende die Bilder zu sichten. So schön ruhig hier. Kaum zu glauben, was ein paar hundert Meter entfernt los ist. Der Bus war völlig überfüllt. Und hier sieht man das Ergebnis. Jetzt bin ich im Wald auf dem Weg Richtung Feldsee. Aber ich glaube, ich habe hier schon ein erstes Motiv gefunden. Und von diesem schönen Stück Wald habe ich gerade auch schon ein paar Aufnahmen gemacht. Ein Motiv mit sehr vielen Details. Ich bin mal gespannt, ob der T-Max-Film hier wirklich seine Stärken ausspielen kann. Ja, das Highlight der heutigen Wanderung steht schon ziemlich am Anfang. Hinter mir befindet sich der Feldsee. Ich habe gerade im Wald vom 105 mm auf 20 mm Weitwinkel gewechselt und das werde ich hier wahrscheinlich ganz gut brauchen können. Wie man sieht, ein Winterwunderland vom Feinsten und es gibt sogar die Möglichkeiten zur Vordergrundgestaltung, die ich mir erhofft hatte. Hier dieser verschneite Ast oder was es auch sein mag und da drüben noch so ein kleines rundes Loch in der Eisdecke. Genau das, was ich mir vorgestellt hatte. Jetzt mache ich mich mal an die Bilder. Mal schauen, wo der Bildzähler am Ende steht. Ich glaube, im Moment ist er noch bei 8. Okay, den Feldsee habe ich hinter mir, aber jetzt muss ich mal ein bisschen vom vorgesehenen Weg abweichen. Denn die Wanderwege sind nicht so ausgetreten, wie erhofft. Und in diese Richtung darf ich nicht. Loipe gesperrt für Fußgänger. Es gibt noch diese Richtung. Da ist aber wieder nicht geräumt und keine Fußspuren. Keine Ahnung, wie ich jetzt weitermache. Immerhin ist mein Film schon mehr als halb voll. Viele Bilder vom See gemacht und eins von diesem schönen Motiv. Und hier habe ich auch ein ziemlich gutes Gefühl für das Schwarz-Weiß-Bild. Ich glaube, dieses Motiv könnte funktionieren. Okay, das war gerade ein unverhoffter Glücksfall. Mir ist auf diesem unpräparierten Weg hier eine Wandergruppe begegnet, deren Fußspuren ich jetzt benutzen kann. Und ansonsten ist es hier wieder wunderbar einsam. Es war gerade schon kurz ein bisschen anstrengend mit den vielen Langläufern beim Rhein-Mathe-Hof. Jetzt geht's wieder und jetzt schaue ich mal, wo dieser Weg mich noch hinführt und welche Motive da noch auf mich warten. Jetzt bin ich also im Seebachtal gelandet. Hier kann man im Herbst schöne Sonnenaufgangsbilder machen, aber jetzt gerade war das eigentlich nicht mein Ziel. Aber ich habe noch das 105 mm Objektiv drauf. Es müsste ungefähr hinkommen.
suche ich mal mein Glück. Oh. Sorry. Nächstes Mal weiß ich Bescheid. Also nach einer kleinen Odyssee über ein paar verschneite Waldwege bin ich jetzt wieder in der Spur und hoffe, dass ich meine letzten 6 oder 7 Bilder, die jetzt noch auf dem Film übrig sind, gut verwerten kann. Nächstes Ziel eben Matisleweyer. Also um ehrlich zu sein, das hier, das macht keinen wirklichen Spaß. Ich hätte mich vielleicht doch an die präparierten Wege halten sollen. Und zu fotografieren gibt es ja auch nicht viel. Obwohl, das hier, das sieht irgendwie doch ganz vielversprechend aus als Schwarz-Weiß-Motiv. Das gefällt mir jetzt sehr gut, dieses Muster auf der Eisfläche. Und es fängt gerade noch an zu schneien, sehr schön. Das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, sind die vielen Leute hier. Schnell 1, 2 Bilder machen und weiter. Ist es jetzt vorbei. Ich bin wieder im Einzugsbereich der Ausflügler aus Freiburg, die auch mal Schnee sehen wollen. Deshalb halte ich mich hier jetzt gar nicht mehr lange auf, sondern mache mich auf den Weg zum letzten Fotoziel, Scheibenfilzen. So, unter mir liegt Hinterzarten. Leider sieht man im Moment nicht viel davon und ich habe gelernt, kontrastarme Motive sind schlecht für Schwarz-Weiß-Filme. Vielleicht noch ein bisschen abwarten. So, das war's. Der Film ist voll. Jetzt geht's ab zum Entwickeln. Okay, die Bilder sind fertig. Schauen wir mal, ob sie auch gelungen sind. Dazu gehen wir jetzt einfach mal in chronologischer Reihenfolge durch. Das erste Motiv vom Anfang der Wanderung, naja, links 2 Stämme, rechts 2 Stämme und eine schöne Diagonale, aber trotzdem noch ein bisschen zu chaotisch für meinen Geschmack. Gehen wir mal weiter zum nächsten. Hier hat es mich ja interessiert, ob man wirklich die ganzen Details sieht und ja, man sieht sie. Man sieht eigentlich nur Details, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, also nach konventionellen Maßstäben ist dieses Bild Schrott, aber ich bin mir trotzdem ein bisschen unsicher, ob es vielleicht doch einen gewissen Reiz hat, gerade dadurch, dass es ganz konsequent auf ein Hauptmotiv verzichtet. Also ich kann mich nicht entscheiden, ob das Kunst ist oder weg kann. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu. Dieses Bild ist fast an derselben Stelle aufgenommen, aber es hat eine völlig andere Wirkung dadurch, dass der Boden mit Schneedecke drauf ist. Die beruhigt dieses Bild, die bildet einen Gegenpol zu dem chaotischen Teil und die senkrechten Baumstämme verknüpfen diese 2 Teile des Bildes und dadurch, dass die so versetzt wachsen, kommt auch noch Tiefenwirkung mit rein. Also das gefällt mir jetzt richtig gut. Davon habe ich auch noch eine Weitwinkelversion, aber die finde ich dann doch wieder ein bisschen zu unruhig, dadurch, dass man den Himmel auch noch sieht und ist auch etwas zu dunkel. Ich glaube, da hatte ich die Belichtungskorrektur auf 0 und solche Schneelandschaften, die brauchen halt doch 1 oder 2 Blenden Überbelichtung. So, das hier, das ist halt einfach Winterwald. Schon okay, aber dieses Hochformat gerade, an dieses Bild kommen die beiden nicht dran. Und damit sind wir am Feldsee angekommen. Ja, schöne klare Bildaufteilung, grundsätzlich ein gutes Schwarz-Weiß-Motiv hier. Aber dieses Vordergrundmotiv, das finde ich ein bisschen verloren hier in dieser großen weißen Fläche. Da gefällt mir die digitale Version besser, denn da konnte ich die Kamera von mir wegstrecken, übers Display fotografieren und bin deshalb ein bisschen näher rangekommen an diesen Vordergrund. Das geht natürlich nicht mit analog. Und dieses Problem betrifft auch die anderen Varianten, die ich dort aufgenommen habe. Ja. Machen wir weiter. Ja, das hier habe ich ja quasi identisch auch digital aufgenommen. Ja, diese Perspektive funktioniert einfach und die braucht auch keine Farbe, vor allem weil ja sowieso kaum Farbe vorhanden war. Das hier finde ich dagegen relativ langweilig, da fehlt dieser Felsen und
Dadurch könnte das auch irgendein Weiher in irgendeinem 0815-Wald sein. Aber quasi nur den Felsen zu zeigen, das funktioniert dann auch nicht, da fehlt die Tiefenwirkung. Das hier funktioniert schon etwas besser mit dem Vordergrund, aber hier mit dieser Uferlinie am linken Rand, da kommt erst richtig Tiefe rein. Also ja, das hier ist auf jeden Fall die beste Variante dieses Motivs. Da hatte ich den See jetzt schon einmal umrundet und das ist einfach eine klassische Perspektive. Schön mit Spiegelung und Weitwinkelwirkung, das funktioniert einfach, egal ob in Farbe oder Schwarz-Weiß. Da habe ich auch noch eine Hochformat-Variante, aber mir gefällt das Querformat um einiges besser, denn dieser zusätzliche Vordergrund, der lenkt eigentlich nur ab von dieser beeindruckenden Landschaft im Hintergrund. Und hier hat mein Gefühl mich nicht getäuscht. Dieses Motiv ist einfach wie geschaffen für ein Schwarz-Weiß-Bild und dieses hier gefällt mir auch noch um einiges besser als die digitale Variante, denn auf der Digitalkamera hatte ich gerade das 50 mm Objektiv drauf und auf der analogen das 105er. Dadurch sieht man auf dem Digitalbild auch den Himmel und auf dem analogen nicht. Da könnte dieser Steilhang im Hintergrund quasi unendlich weitergehen. Das könnte auch irgendwo in den Alpen sein und ein 2 oder 3000er im Hintergrund. Dann dieses ungeplante Motiv aus dem Seebachtal. Und dieses Bild gefällt mir um einiges besser als erwartet. Es hat so eine schöne Tiefenstaffelung von links unten nach rechts oben und das Hauptmotiv mittendrin. Dieser Graben da links unten, der reißt auch noch einiges raus. Also ja, das kommt um einiges besser, als ich es ursprünglich erwartet hatte. Ah ja, dieser nervige Waldweg hier. Da habe ich zwei Varianten, die unterscheiden sich eigentlich nur minimal, aber mir gefällt diese hier viel besser, denn die hat links und rechts und unten jeweils einen sauberen Abschluss, der dem anderen Bild fehlt. Also es ist nur eine minimale Verschiebung, aber erstaunlich, was die ausmachen kann. Damit sind wir am Matisse-Weiher angekommen. Ja, relativ unspektakulär hier, aber klare Aufteilung, der Schneefall kommt gut zur Geltung. Kann man so lassen. Das hier dagegen, nee. Genau in der Mitte die Aufteilung und zwei konkurrierende Bildhälften, keine Verknüpfung dazwischen. Manchmal funktioniert es mit mittigem Horizont oder was auch immer, aber das hier kann weg. Und zum Schluss die Aussicht über Hinterzarten, jetzt doch noch bei klarer Sicht. Ja, die Sicht war schon ein bisschen zu klar, es ist zu viel drauf auf dem Bild, es wirkt unruhig. Ich glaube fast, das ist sogar ein Motiv, das im Sommer ohne Schnee besser rüberkommen würde in Schwarz-Weiß. Was ist jetzt also mein Gesamteindruck? Naja, ich habe schon ein paar Bilder gemacht, die ganz gut aussehen, obwohl sie auf Schwarz-Weiß-Film aufgenommen sind. Aber damit bin ich noch lange nicht am Ziel, denn wo ich hin möchte, das sind Bilder, die gut aussehen, weil sie auf Schwarz-Weiß-Film aufgenommen sind. Und hat mir dieser Film hier, der T-Max, wirklich eine Verbesserung gebracht? Naja, die Bilder wirken jetzt schon um einiges feiner, aber das liegt weniger am Film als am Entwickler. Den letzten Film habe ich mit FX39 entwickelt und den hier mit Tetinal Ultrafine T Plus, also einem Entwickler, der speziell für solche feinkörnigen Filme entwickelt ist. Um da wirklich den Unterschied beurteilen zu können, müsste ich jetzt auch noch einen Delta 400 in diesem Entwickler entwickeln und jetzt habe ich aber hier schon einen ISO 80 Film eingelegt, um mal was mit niedriger Empfindlichkeit auszuprobieren. Also ja, ich bin noch ganz am Anfang meiner Reise, wie erwähnt. Jetzt möchte ich zum Schluss aber nochmal die Bilder zeigen, ganz in Ruhe, von diesem Film, die ich für gelungen halte. Ich wünsche viel Vergnügen und bis zum nächsten Film. Tschüss.